Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir noch ein paar optionale Sachen erledigt. Wir haben für Mint aus Tales of Phantasia eine Quest erledigt. Wir haben Julius letzten Willen, sage ich jetzt mal, gefunden und ja, Zeugs. So, ich habe jetzt offscreen mich um diese Viecher hier gekümmert, wo ich jedes Mal nur einen erledigen musste und ja, da gebe ich jetzt mal alles ab und damit wir Dingens bekommen, ich vergesse jedes Mal, wie die heißen. Wie heißen die Dinger nochmal? Extraktor, ja. Extraktor daneben. Und ja, ich weiß noch nicht mal, wie viele Dinger das gibt, ey. Yggdrasil. Das ist das Ding, das man sich auch holen kann. Also kaufen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Punkte das gibt, ey. Wer weiß, vielleicht gibt das ja irgendwie was, wenn ich das weiter ausrüste, weiß ich nicht. Machen wir mal. So. Weil jedenfalls brauchen wir die Dinger schon längst nicht mehr. Was haben wir denn noch hier? Das ja, das kann ich irgendwann mal auf Screen machen. So, dann haben wir ja wieder nicht viel zu tun. Außer vielleicht mal hier bei Magdeburg vorbeischauen. Was haben wir da? Da haben wir eine Charakterquest, dem Zeichen nach zu urteilen. Und nach Drellin sollen wir ja auch nochmal. Natürlich bin ich wieder am falschen Dingen. Nach Drellin können wir ja auch noch mal, weil wegen, ja, ist irgendwie was, irgendwie in so ein Lager oder so ist irgendwas passiert, laut Nova und Vera. Also müssen wir da irgendwann mal vorbeischauen. Und hier ist das Ding, wo wir schon drin waren. Und war das Schiff schon immer da? Da bilde ich mir jetzt wieder nur ein. So, Aiwa, was? Bonuskapitel beginnen. Okay. Ja, warum nicht? Bonuskapitel. Die Bedeutung ist Vertrauens. So that's Kanan. I take it you guys have something to do with it. Ivor, what happened with Spurious? Exactly what I expected. I got canned. Sorry to hear that. So, I've decided to return to Neokara. I missed communing with all the critters there anyway. Es ist unsere Schuld, es tut mir leid. Kommt gut an. Ja. Save your pity. This is humiliating enough already. Jude, I swear I'm gonna figure out my mission in life. That's the only difference between you and me. You've already discovered your purpose. Until you discover yours, would you watch over Neokara for me? Of course I will, Lady Mila. We're family. Thank you, Ivor. Eigentlich ist er ja in Ordnung. Ja, I'm happy for him. Yes? Oh dear. I understand. I will formulate a plan to deal with this at once. What is it? Fort Gondola's golems have gone berserk. Several of them are advancing on Sheraton as we speak. What? The golems are headed toward Sheraton? Priscel's in danger! Why'd they go berserk? The fort was struck by a massive tornado. A tornado? Another side effect of nixing the schism, I take it. Most likely. Spirit climbs have become unstable throughout Rizomaxia. They had deployed the golems, hoping to divert the tornado's course. But the odds controlling those monster machines may have been disrupted by the sudden magnetic shifts of the tornado. Even the new golem model? I'm afraid so. Its engineers apparently saw the tornado as an opportunity to test its abilities. And its ability-limiting mechanisms? Primary and backup governors were installed. Unfortunately, the spirit channeler controlling those governors was killed by the tornado. The chances are they're no longer operational. Mila, I want to stop them. I could use your help. Very well. Luger, we should lend a hand. Golems are no run-of-the-mill monsters. Ja, verstanden. Ist das ein Golem? Ja, einfach, ja. Much obliged. I owe you for this. Luger, Jude, Mila, and Rowan will go to Sheraton to inform Drissel. Understood. We'll establish a local command center and a last line of defense.
Everyone else come with me to the Talus High Road. We'll split up to scout the Golem's progress. I'll lead the way. Da ist sie fällt weg, ne? I'll round up the boosters we need. Und er auch. Verdammt. Mit wem sind wir dann? Ah, okay. Wollte schon sagen. Hat er auch meinen Namen gesagt? Let's make haste to Sheraton. Jo. So, dann kann man die unglaubliche Macht des Teleportierens. So. Drizel, wir retten dich. Keine Bange. Und wir haben keinen Heiler. Okay, Rowan und Jude können heilen, aber trotzdem. Ich hätte gerne einen professionellen Heiler, wenn es geht. Na gut. Ja, wir müssen da, okay. Drizel! I'm here to save you life. Dingen. Oh Gott. Ich habe noch keine Katze geschickt, fällt mir gerade ein. Regenbogen, nee, nicht Regenbogen. Horn eines Einhorns, das kriegt doch nirgendwo hier per Dingen. Sonst wird ja so ein Katzenabdruck sein, ne? Weil es halt irgendwie so ein Dingen, was ich finden kann. Ja, von daher, ich war immer noch zwei Katzen, fällt mir auf. Wir sind wahrscheinlich im Bonus-Dungeon, oder? So, was geht ab? Oh, what perfect timing. We were just getting ready for tea. There's no time for that. What? Mit den Soldaten, oder was? Rogue golems are rampaging towards Sheraton? We're preparing to intercept them. That's for you, my lady. Order the self-defense force and the coalition of merchants to blockade the Talus High Road immediately. Tell them it's because of tornado activity. No need to start a panic. Send a message to all merchant groups in the vicinity to return to the city. Explain that House Cheryl will compensate them for any damages. Yes, my lady. Splendidly done, Lady Drizel. I couldn't agree more. You honor me, King Gaius. What's the status of the golems? They've split in three groups, left, right, and center. We've secured three boosters, so we can send out three teams. The central group had a golem we've never seen before. It's a new model. A new model? Not command beyond, so that yes, it's an enhanced golem, capable of manipulating all four elements. Earth, water, and wind. Mila may be the only one of us capable of meeting that threat, thanks to her ability to command the four great spirits. Are you serious? Wasn't the development of these sorts of weapons banned under the ceasefire agreement? I proposed developing them in secret. I gave my approval. Why would you do that? Wenn ihr so weitermacht, werden wir einander ewig bekriegen. Man muss aus seinen Positionen der Stärke rausverhandeln können. Ja. Irgendwie müssen wir gerade was anderes erledigen. Still, Olympias and Risa Maxia aren't exactly evenly matched in military might. Without some sort of big stick, Risa Maxia would get knocked silly in the negotiations. But that doesn't mean what you're doing is right! Ever heard of the word compromise? Don't be so naive. I'd rather be naive than rotten. I'm afraid it's rotten adults who currently lead these countries. I, too, wish it could be otherwise. Regardless, we're gonna have an international incident on our hands if we don't stop them before things get serious. I've devised a plan of action that takes into account everyone's respective combat abilities. Mila, I'd like you and the central team to battle the new model. Luger, Jude, and myself will use a booster to support you. Alvin, Elise, and Leia will make up the left team. Roger that. Can I count on you to handle the booster? Of course. Wouldn't be the first time. Gaius, I'd like you and Muse to deal with the golems on the right wing. Of course. This is my responsibility. Nothing the two of us can't handle. Drizel, prepare an evacuation plan for the city. Odds are 1 in 100 it will come to that, but you should be ready. I will do what you ask. But knowing you guys, I'd lay the odds at 1 in 1,000,000. Ah. Ja, nur die Welt gerade. Hast du mich schon jetzt im Part gesehen?
Okay, doch nicht den letzten Part oder vorletzter Part, weil da ist irgendwie auch nicht gut gewesen. Talisphönstraße, okay. Talisphönstraße ist da. Auf und davon. Ja. Was ist denn jetzt noch? Hey Jude, it's me. Ivor, what's going on? The local critters found something interesting on the Neocara Halimot. Sorry, Ivor. We've got an emergency on our hands right now. What's going on? Well... Lady Mila is going up against a multi-elemental golem? So this is destiny. I understand, Jude. To the Talus High Road. Huh? What do you understand? Okay. We don't have time. We better get moving. Jo. Bleibt ja auch alle stehen. Nenn die kann man auch im Game benutzen. Ja, GHS, was auch immer. Leute. Hallo? Ja gut. Aus dem Weg! Ja, wir sind gleich gut und sie alles platt machen werden, aber keine Panik, wir schaffen das schon. Wow. Oh Mann. Und wahrscheinlich voll der Imba-Boss. So. Na mal los, wo seid ihr? Ihr seid noch in der Nähe von Fort Gandala, nehme ich an. Oder auch nicht. Hoi, wie soll ihr denn hier kämpfen? Aber sag mir nicht, ich muss sie jetzt hier irgendwo suchen. Also gut ist denn inszeniert hier. Oder ist irgendwas, was ich nicht hatte, anscheinend. Doch hatte ich schon. Ich dachte. Nehmen wir jetzt überhaupt alles immer noch die gleichen. Okay, gut. Unnötiger Salto. Geh weg. Ja, wo sind die Viecher? Okay. Oh Mann. So, komm her, mach uns fertig. Ich meine, wir machen dich fertig. Natürlich. Elementargolem. Oh, du siehst doch nicht so stark aus. Hey, watch out, everyone. It seems not entirely functional. Now is our chance. Got it. Let's end this quickly. Mein Gott, was für ein Geschehen hier ist, ey. Zack. Jetzt machen wir dich alle. So, zeig mal, was ihr könnt. Oh, apropos Tornado. Wo wir gerade von Tornados hier umzingelt sind. Und sprechen. Oh, der war gut. Ist irgendwie nicht so ein großes Problem bei dem Viech bis jetzt. Aber wir können jetzt sogar weiter, noch weiter Commands aufladen. Und da konnte man das schon immer. Das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen her, seit ich wieder gezockt habe. So 2 Wochen oder so, glaube ich. Weiß ich nicht. Was? Ach komm. Was? Our attacks aren't working. We still have a chance. Simultaneous attacks with all 4 elements still seem to damage it. Okay, jetzt haben wir 0 Schaden gemacht. Nicht gut. Here. I'll give you an opening. Mila. What? Now there's 2 new golems? Ah, bloody hell. I should have known they would build more than one. Äh.
we do. Yes! Do something! Ivor? Balin? I'm here to save the day! A spirit fossil? Is this what you found in the Nea Kara Halamont? That strange pulsing. It can't be. It can be. It's Maxwell. What? You have one of those booster jigs. That's all you need to make it, right? A Maxwell Spyrite. But would you really be able to control a Maxwell Spyrite? Heck if I know. But hey, that's Jude's job, right? I'll buy you some time. Huh? Can you translate the spirit signals? Sure I can. But the message doesn't seem to make all that much sense. Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. Prove yourself? I wonder what we're supposed to do. Ja, und ich muss jetzt mit einer erleuchtenden Antwort kommen oder so. Ist doch völlig egal, tu es einfach, Jude. Tu es nicht, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. R1, ja. No, I'm sure I can handle it. I know okay, that gut. I can make the Spyrite work for us. Oh Mann. Maxwell. Spirits. So, jetzt geht's ab, ne? Now. Luger, Rowan. Understood. Jetzt machen wir euch alle. Es kann Jude Maxwell's Spyrite verwenden. Jude Maxwell oder Milas Elementarschutz sind sehr effektiv gegen Golem. Stellt sie auf jeden Fall auf den Arztbildschirm ein. Was? Okay. Wütender da. Max Maxwell. Oh, okay. Wow. Mach mal hier Maxwell. Die haben so viele Dinge jetzt, ne? Den auch gar nichts hier, was? Ach so, Wolkenbohrer. Ich kann man ja jetzt auch so einsetzen, ne? Also, wo ist es? Elementarschuss hat die, genau. Das ist aber nicht alles, egal. So, dann kommt mal her. Ach ja, zwei von denen. Jude. Er hat dann deaktiviert. So, aber nichts, was irgendwie ein Chromatus auch hätte erledigen können, finde ich. Aber naja. Mach mal ihr beiden. So, wollte schon sagen, nicht, dass ihr schon wieder irgendwie seid oder irgendwie sowas. Verdammt. Verdammt, was mache ich? So, jetzt aber. Ach ne, das habe ich ja schon gesehen. Hat 20 Schaden gemacht, ey. Was für ein dämliches. So, bringt nichts. Oh man, allein deswegen wird der Kampf schon nervig, habe ich so Gefühl. Ich kann auch Kommandos einsetzen, der hat schon wieder Dingens. Nein, nein, nein.
Verdammt, wie schnell aktiviert er hat immer. Ist doch nicht. Ach nee, ich habe ja Dingens. Nein. Stimmt. So, einer ist erledigt. Und das ist der zweite. Na, guck mal her. Auf dem Fälle ich. Was, schon wieder? Mach keinen Mist, ey. Gibt's da nicht. Schon wieder? Ja. Ich mir gedacht. Da müsste ja jede Sekunde das Ding einsetzen. Vielleicht setze ich Windlands ein, da bringt's voll. So, komm her. Ja, der ist auch schon ehrlich, mehr oder weniger. Komme ich überhaupt Schaden von dem manchmal? So, und jetzt fuss mal das hier. Humans and spirits shine bright as one. Bonds eternal. Tiger Blade Sigma. Da hat er sich im letzten Moment noch wieder immunisiert. Das gibt's doch nicht. Ah. Den allerletzten Schlag hat er noch sich immun gemacht und ich habe TP-Verlust gerade. Hey, den seine Links hat sich geändert. Sein Taunt. Yes, we can. Also, ja. Na, komm mal her. Ich glaub, der Angriff an sich ist aber nicht so stark, oder? Obwohl, wahrscheinlich doch, ne? Setz einfach jetzt die ganze Zeit ein. Und besiegt. Sehr gut. Victory is ours, but the real trial is yet to come. Elementar mal 2 Verwandlung Teil 4. Bei einer Verwandlung, die 4 Stufen der Kommandoanzeige verbraucht, erreichen all deine Angriffe die maximale Wirkungskraft. In diesem Modus kannst du dir verschiedene mächtige Effekte zu uns machen. Wenn du in diesem Zustand zum Beispiel eine Stichelei anwendest, kannst du je nach Fertigkeitseffekt die Verwandlung doppelt so lange aufrechterhalten. Außerdem nimmt die Wirkung deiner mystischen Art ungeahnte Ausmaße an. Ist ja geil. Ich hätte trotzdem gern L wieder. Ah. Jude. Ach ja. Wir haben ja Nebeneffekte. We'll wrangle this thing together. No, it's not a matter of controlling it. We need to get in sync. We need to find a way to communicate. Ah, interesting. So you do understand. Very well. Then prove yourself to me. What do you mean by prove yourself? Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. It's the same message as the spirit code. It's an old family tune, a real blast from the past. It's called the Hymn of Proof. It's supposed to be about longing to see someone. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. Ja, pff. Es ist die Hymne der Erzeugung. Könnte mir die Zeugung die Hymne der Bezeugung meistens sein? Ja, ich weiß mal. The Hymn of Proof? Could that even be possible?
It is entirely possible. Some speculate that singing started out as a form of prayer to higher powers. Maxwell, did you seek proof the very first time you were summoned by a human? I did. The Mila Kresnik who first summoned Maxwell, she was known as the Singing Handmaid. Then perhaps we should sing the hymn of proof passed down to her descendants. Jude. So that melody persists in the realm of man. Is it the proof that you sought after? No, it is nothing more than a song. Just a song that was composed on the spot by a young girl named Mila Kresnik. And the words? I suppose you could attribute the loss to humanity's hubris, but at the same time, the melody has persisted through the ages. I take that as a measure of sincerity. What is this song about? I ask you the same question. Tell me, Jude Mathis, what words would you choose for this song? Lyrics fit for both humans and spirits. How modest. That girl, Mila Kresnik, unlike you, she was far more forceful. She sang about how she wanted to see me and talk to me, and how she'd yank out my beard if I didn't show up. What a painful thought. It was like a little ditty for children. There was nothing fancy or elegant about it at all. But it did have a line about how she'd give me all her mana if I came out to see her. In that sense, you could say it was like a love song as well. I'm just as determined as she was. I can assure you, I will make my version of the song come true. It seems that unusual human beings such as yourself somehow show up every few hundred years or so. And to make things interesting, a spirit who believes in him or her appears as well. Maxwell, at the end of the day, what is the proof? You should know that better than anyone else, Maxwell. It is the hearts of men. You did it, Jude! You managed to wield a great spirit spyrite! This is all thanks to you, Luger. Okay, was habe ich getan? To me, of course. I see. All this time, I already had my proof without even knowing it. Congrats, Jude. You've finally done it. No. You've only taken the first step. Gaius and the others should be all finished by now. Let's go ahead and make our way back to Lady Drissel's. Ja. Was macht Ludger denn nach? So, und jetzt kommen wir zurück und alle sind tot. Ja, Herr Lang, Maxwell ist bald. Und haben wir irgendeinen Speicherpunkt in der Nähe? Nein. Gehen wir mal da zurück und speichern. Sehen, was noch da zu erledigen ist in der Bonus-Story.
weil ich möchte doch lieber erstmal speichern, weil die lange die Folge ist ein bisschen lang gerade, so 30 Minuten, und das muss abgespeichert werden. Deswegen sage ich, wir gucken uns das Ende der Geschichte im nächsten Part an von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge.